Beim SG Waidhofen an der Ybbs ist derzeit im Stadion noch heilige Ruhe. Die Vorbereitungsarbeiten sind im Gange und die Tore schlafen noch. Also Zeit für ein Gespräch. Ein kleiner Rückblick auf die letzte Saison. Ist es alles so gelaufen, wie Sie es sich vorgestellt haben? Also muss ich ehrlich sagen, in der ersten Halbjahr nicht, aber das war sicher zum Rechnen, aber in der zweiten Halbjahr im Frühjahr war es sehr gut, muss ich sagen. Wenn Sie jetzt die Mannschaft zum letzten Jahr vergleichen mit den Spielern, die Sie jetzt zur Verfügung haben, sind da große Veränderungen passiert? Es sind Veränderungen passiert und zwar wir haben 4 sehr gute Leute dazu gekriegt, Spieler. Muss ehrlich sagen, die Spieler, was wir gekriegt haben, das waren meine Wunschspieler und die Spieler, was zurzeit dabei sind oder schon fix sind, die werden uns sicher helfen, dass wir weiter vorne mitspielen. Wenn Sie jetzt die Vorbereitungsspiele beobachtet haben und analysieren, ist da was weitergegangen? Gibt es da neue Entwicklungen? Bei den Vorbereitungsspielen muss ich sagen, am Anfang haben wir Probleme gehabt, aber die letzten 2 Spiele gegen Haus Menning und gegen Christen ist sehr gut gegangen, genau so wie ich mir es vorgestellt habe. Das erste Spiel jetzt ausgerechnet wieder ein Derby, ist das ein Vorteil? Ein Vorteil nicht, aber ein Derby ist immer was Besonderes, muss ich sagen, und es hat sicher andere Gesetze, aber ich glaube, Derby liegt uns sehr gut und gegen Bühlerweg werden wir sicher einiges holen. Eine neue Saison, natürlich steckt man sich auch Ziele, was ist Ihr Ziel? Ja, mein persönliches Ziel, muss ich ehrlich sagen, unter den ersten 5 so weit wie möglich ganz vorne mitzuspielen, aber unter den ersten 5 möchte ich sein. Das Stadion in Waidhofen wurde von der Gemeinde wieder voll in Schuss gebracht. Auch der Rasen ist wieder top revitalisiert. Das schätzt auch der Obmann. Wie waren Sie mit der ersten Saison der SG Waidhofen zufrieden? Mit der ersten Saison war ich mehr als zufrieden. Weil wenn man bedenkt, vor einem Jahr haben wir nicht recht gewusst, wie es weiter geht. Und in dem Jahr ist sehr viel geschehen. Wir haben sehr viel weitergebracht, das muss man ganz ehrlich sagen. Wenn man das jetzt alles so betrachtet, die Finanzen passen. Ein Fanclub haben wir, der ist in unserer zweiten Klasse einmalig sensationell. Da muss ich den Herrn Stifner sehr loben. Im Buffet sind wir auf einem guten Weg. Also gesamt gesehen, es war sehr gutes Jahr. Es war sehr gutes Jahr. Hat es irgendwelche Punkte gegeben, die Sie hätten besser machen können? Oder wo setzen Sie jetzt in der zweiten Saison an? Naja, es gibt immer Punkte, die man besser machen kann. Speziell im Nachhinein weiß man, das wäre vielleicht besser gewesen so. Aber ich kann jetzt keinen Punkt wirklich nennen, wo ich sage, das hat nicht geklappt oder nicht funktioniert. Man wird es vielleicht sicher im finanziellen Bereich ein bisschen mehr dahinter sein, dass die verschiedenen Sachen erledigt werden von den einzelnen Vorstandmitgliedern. Da sind manche ein bisschen säumig, aber das ist alles nichts Gravierendes. Also ich bin zufrieden, es hat passt. Was haben Sie sich vorgenommen für die neue Saison? Für die neue Saison? Wir werden unseren Weg genauso weitergehen. Also unsere Philosophie bleibt gleich. Junge Burschen aus der Umgebung, aus dem eigenen Nachwuchs. Und nur Spieler verpflichten, die wirklich zu uns wollen und die auch zu uns passen. Weil das ist uns ganz wichtig, dass die Harmonie und das Großartige in der Mannschaft behalten bleibt. Ziel? Welchen Platz peilen Sie an? Ziel, natürlich. Ist ein Ziel muss man haben. Und unser Ziel ist, trotz Geduld immer beweisen, ich bin mir sicher, wir werden jetzt in der kommenden Meisterschaft mitsprechen um die Titelvergabe. Bin ich mir sicher. Herr Obmann, ich wünsche Ihnen viel Glück dabei. Ja, danke, das ist sehr nett. Alles ist also bereit, damit auch im Stadion wieder die Abenteuer einkehren. Die ersten Fans sind auch schon da und warten auf den Anpfiff der Liga, der heuer für die SG mit dem Ybbstal-Derby gegen Böhleberg beginnt.